Die Anfänge unseres Vereins liegen in Veranstaltungen der Stadt Stadtilm zu Tagen des offenen Denkmals und zu Weihnachtsmärkten, bei denen Enthusiasten aus ihrem privaten Fundus kleine Ausstellungen organisierten. Diese Enthusiasten waren es auch, die sich am 11.02.2008 zusammentrafen und den Verein aus der Taufe hoben. Eine Satzung wurde verabschiedet, die die Aufgabe des Vereins umriss, die Geschichte der Stadt Ilmer Spielzeugeisenbahn aus dem dornröschen Schlaf zu holen. In der Umsetzung dieser Idee wurden in den Vereinsräumen stationäre Anlagen der Spur 0 und Spur S aufgebaut und an Tagen der offenen Tür präsentiert. Zunächst wurden die Schienen auf den Boden gelegt, um den Platz der künftigen Anlage zu ermitteln. Dann waren es Sperrholzplatten, auf denen Schienen lose verlegt waren und die Eisenbahn ihre erste Runde drehte. Leider mussten die Vereinsräume aufgegeben werden, sodass die Bahnen nur noch an unserer Börse im September gezeigt werden können. Wenn sich die Möglichkeit bietet, würden wir gern wieder Vereinsräume beziehen, um die Anlagen wieder dauerhaft aufzubauen. Aus dieser Situation heraus wird für die Spur S in privaten Räumen eines Vereinsmitglieds eine mobile Anlage aus mehreren Segmenten gebaut, die man zu verschiedenen Veranstaltungen zeigen kann. Die Anfänge dazu sind bereits gemacht. Die eingelagerte Anlage der Spur 0 erwacht jedes Jahr wieder zu unserer Börse und zeigt einen Schatz, der sich sehen lassen kann. Interessenten der Kleinstadt Ilmer Bahnen können diese wieder am 13. September 2014 bewundern.